Hallo, mein Name ist Marius Ebert. In dieser Videoserie kläre ich betriebswirtschaftliche Grundbegriffe. Diesmal geht es um den Begriff Leittextmethode. Nun, im weitesten Sinne ist die Leittextmethode eine Lehr- und Lernmethode. Da gehört das also hin, ordnen wir also zunächst mal ein. Es ist eine Lehr- bzw. Lernmethode. Und funktioniert nach folgendem Prinzip. Wir haben hier eine ganze Menge an Material. Bücher, Zeitungen, Zeitschriften und natürlich in der heutigen Zeit vor allem das Internet. Und Leittextmethode, die Leittexte sollen leiten, ja, Leittexte sollen leiten und zwar durch Fragen. Das heißt, der Lernende bekommt Fragen gestellt und mit diesen Fragen in seinem Bewusstsein wendet er sich an das Material, das er hat. Das ist also der Ansatzpunkt. Und das Ganze funktioniert in Form oft einer Gruppenarbeit. Wir hatten vor Jahren diesen sogenannten PISA-Schock, als wir feststellen mussten in Deutschland, dass unser Schulsystem gar nicht mehr so gut ist, wie wir glaubten, dass es sei. Und daraufhin hat man untersucht, was machen denn die Länder, die da an erster Stelle waren oder vorne dabei waren, zum Beispiel die Finnen. Und dann hat man diese Leittextmethode erstaunlich oft gefunden. Ja, also das Ganze funktioniert in Form einer Gruppenarbeit. Das heißt, die Gruppe bekommt diese Fragen gestellt und geht dann, kann sich untereinander auch aufteilen und Untergruppen bilden, geht dann in das Lernmaterial und holt aus dem Lernmaterial die Antworten heraus, ja, systematisiert das Ganze, schreibt es nieder, strukturiert es und daraus ergibt sich dann eine Ausarbeitung. Ja, also letztlich kommt dann am Schluss heraus so etwas wie eine Ausarbeitung. Und die Lehrkraft, der Ausbilder, der hat hier die Funktion, also in Bezug auf diese Gruppe und die Gruppenarbeit, ist der Ausbilder eine Art Betreuer. Gleich Betreuer. Ja, er ist also der Ansprechpartner, wenn man nicht mehr weiterkommt in der Gruppe. Und er gibt dann auch die nächste Frage vor, wenn die erste Frage beantwortet wurde und so weiter und so weiter. Ein Betreuer, heute sagt man auch gerne Coach dazu, ja, also kann man auch, vielleicht schreibt es mal in Klammern dazu, so eine Art Coaching-Funktion. Ja, also der Ausbilder, der betreut die Gruppe, während die Gruppe im Wesentlichen selbstständig arbeitet und nur von Fall zu Fall angeleitet und von Fall zu Fall betreut wird. Das war's für dieses Video. Klicken Sie nun in meinen Shop, denn dort kommt das Material her, das ich hier verarbeite, vor allem aus meinen digitalen Lernkartensystemen. Und wenn Sie davon profitieren wollen, dann klicken Sie jetzt unter dem Video auf www.spaßleindenk-shop.de oder geben das in Ihr Browserfenster ein, wie auch immer. Dort finden Sie wertvolles Lernmaterial. Sie kommen daran sowieso nicht vorbei. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Im Übrigen glaube ich, dass wer einen Fernlehrgang bucht, sich durch schöne Werbebilder hat täuschen lassen. Er muss nun unter dieser Täuschung leiden. Wollen Sie hingegen lernen ohne Leiden? Dann klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video.